Per Bus reiste Eintracht Frankfurt am 17. Spieltag der Saison 89-90 zum Tabellenführer 1. FC Köln. 31.000 Zuschauer in Müngersdorf wurden Zeuge eines Spiels auf allerhöchstem technischen Niveau. Was logisch ist bei Spielern wie Falkenmeier und Bein bei Frankfurt oder Littbarski und Hessler beim 1. FC Köln. Da ist der Spielmacher der Frankfurter Uwe Bein mit viel Übersicht, Dieter Eckstein, und die Gäste führten früh nach 7 Minuten mit 1:0. Dank natürlich auch der Unterstützung von Bodo Ilgner. So einen Ball sollte ein Nationaltorwart eigentlich halten können. Köln musste einem Rückstand hinterherlaufen und das war so im Matchplan von Christoph Daum nicht vorgesehen. Alfons Hiegel, Kölns Rechtsverteidiger, zu Falco Götz und Thomas Hessler. Wunderbar, 1:1, nur 3 Minuten nach der Frankfurter Führung. Klasse kombiniert von den Kölnern und wunderbar abgeschlossen vom kleinen Icke Hessler. Die Kölner hatten noch nicht zu Ende gejubelt, da schlug es schon wieder bei Bodo Ilgner ein. Ein fantastisches Solo von Dieter Eckstein mit diesem Abschluss. Frankfurt lag wieder vorn und es waren gerade mal 12 Minuten gespielt. Die Kölner Antwort kam schnell und präzise. Freistoß Libarski, Kopfball, Uwe Rahn, das 2:2 in der 24. Minute. Gleichzeitig auch der Halbzeitstand in Müngersdorf. Zweite Hälfte, es blieb ein echtes Spitzenspiel, auch weil die Gäste aus Frankfurt selbstbewusst nach vorne spielten. Uwe Bein hatte einen echten Sonnentag erwischt. Bodo Ilgner einen rabenschwarzen. Nutznießer Ralf Falkenmeier in der 50. Minute. Unfassbar, auch für den Nationaltorwart. Solche Fehler machte Ilgner sonst eigentlich nicht. Jetzt gingen schon 2 Tore auf seine Kappe. Auf der anderen Seite wurde Kollege Uli Stein dagegen immer stärker. Littbarskis Freistoß war schon gut, für den Frankfurter Keeper aber nicht gut genug. Kölns Trainer Christoph Daum forderte von seiner Mannschaft jetzt volle Offensive. Und das spielte den Frankfurter Technikern perfekt in die Karten. 62 Minuten gespielt. Jörn Andersen ist zur Stelle und erzielt das 4:2 für die Frankfurter Eintracht. Jetzt plötzlich hatte der Lautsprecher der Liga draußen Sendepause. Aber sein Kapitän, Pia Littbarski, riss die Geißböcke auf den Platz noch einmal mit. Nur 2 Minuten nach dem 2:4 setzte sich Ordenewitz auf dem Flügel fein durch und Kölns Kapitän macht das Spiel wieder spannend. Und der FC hatte in der Folge weitere gute Chancen, wie hier Ekbal Littbarski und Andrzej Rudi mit der Ausgleichsmöglichkeit. Christoph Daum sendete mittlerweile auch wieder Signale an die Mannschaft, die wenigstens einen Punkt festhalten wollte. Alle Kölner stürmten, auch Bodo Ilgner. Und das sah Dieter Eckstein. Und als echter Fuchs nutzte der diese Einladung selbstverständlich aus. Das 5:3 für Eintracht Frankfurt in der 90. Minute war natürlich die Entscheidung. Spieler des Spiels, der dreifache Torschütze Dieter Eckstein. Ja, das stimmt. Das war von beiden Mannschaften wirklich ein super Spiel. Offener Schlagabtausch und man hat 8 Tore gefallen, was will das Publikum mehr? Recht hat er, mehr ging nicht.